Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. So, das ist jetzt so das erste Video, der erste Teil von dem neuen Asus EPC 1005PE. Und ja, ich habe jetzt heute dieses Paket bekommen. Ich schätze mal, da ist das Gerät drin. Es ist wie gesagt ein gebrauchtes Gerät, deswegen weiß ich nicht, ob da die originale Verpackung von Asus dabei ist. Ich werde mich überraschen lassen und freue mich natürlich, wenn es alles im originalen Zustand dabei ist. Und ja, fangen wir einfach mal an, machen wir das ganze Ding auf. Das ist ja jetzt eher weniger spektakulär. Eine ganz normale Verpackung. Wie man sieht, derjenige hat sich auch sehr viel Mühe gegeben, das Ganze ordentlich zu schließen, dass da nichts rankommen kann. Also das ist schon wirklich sehr schön gelungen. Wenn der Rest auch so aussieht, dann bin ich wirklich zufrieden. So, erstmal ganz viel Luft, diese standardmäßigen Kissen, ich weiß gar nicht, wo es die gibt, ja, zum Schutz eben, schauen wir mal, ich knick das wieder mal ab, könnt ihr jetzt zwar nicht erkennen, aber da steht drauf das Modell, paar Daten, der Händler, wie der heißt und noch ein paar Infos von, ich glaube Amazon, genau, kommt direkt von Amazon dieses Schreiben. So, dann haben wir es schon. Das ist die Verpackung, die originale Verpackung. Ganz schön klein, muss man sagen. Also ich schätze mal ungefähr so groß wie das Gerät selber. Und ich mache gerade mal das Licht ein bisschen heller, genau. So, dann schauen wir uns doch mal die Verpackung an. Wir sehen hier vorne drauf erstmal ein EPC. So ähnlich sieht auch mein Modell aus. Allerdings verwenden die, glaube ich, für alle Sorten von diesem Design das gleiche, also das ist auf jeden Fall, da steht nichts vom Modell drauf, das haben die wahrscheinlich nur irgendwo auf der Seite, genau hier steht es drauf dann, erstmal hier wieder großes EPC, dann das Modell 1005PE, das tatsächlich dann auch drin ist, also es ist wirklich die originale Verpackung, dafür danke ich dann auch dem Verkäufer, dass er wirklich die originale Verpackung noch mitgeliefert hat, finde ich sehr schön und ja, da sehen wir auch die Serial Number und so weiter. Hier auf der Vorderseite, wie gesagt, dieses schöne Design. Auf der Unterseite haben wir das EPC. Hier sehen wir, die Farbe angekreuzt ist schwarz. Anscheinend hier soll das, glaube ich, glänzend bedeuten. Ich bin gespannt. Und ja, hier oben haben wir so einen schönen Tragegriff. Auch nochmal hier EPC und Asus. Und auf der Rückseite auch nochmal ähnliche Sachen. Nochmal hier so ein bisschen ein Bild davon und unten noch weitere Infos. Nicht weiter nennenswert, würde ich sagen. So, und dann packen wir das Ganze mal aus, schauen wir mal, was drin ist in dem ganzen Paket. Und ja, hier sieht man, das Siegel ist natürlich offen, ist ein gebrauchtes Gerät und laut Verkäufer nur ein bis zweimal benutzt. Ich bin gespannt, ob das stimmt. So, wir sehen schon hier, die Verpackung geht hier so ganz einfach aufzuklappen. Und ja, da kommt uns schon das Gerät, denke ich mal, entgegen. Das werde ich in diesem Video jetzt noch nicht behandeln. Ich werde jetzt so, wie es ist, einfach weglegen. Das kommt dann im nächsten Video. Wir schauen uns hier nur den Inhalt der Packung an. Und ja, unter diesem Ding, was man aufmachen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so wirklich so angekommen ist, wie er es jetzt wieder verpackt hat. Aber ich denke mal, vom Inhalt her müsste es gleich sein. Hier haben wir die Garantiekarte. Hier sehen wir, das ist auf Deutsch. Ist sehr schön, also wirklich ein deutsches Produkt. Das ist auch nochmal was auf Deutsch. Was auch immer, ein paar Infos in auch verschiedenen Sprachen. Die CD finde ich nicht sehr sinnvoll bei diesem Modell, weil dieses Modell kein CD-Laufwerk hat. Deswegen müsste man das in einem anderen Computer, ich habe zwar noch einen Computer hier, müsste ich das ansehen, was da alles drauf ist, Windows 7 Starter. Ich weiß nicht, wie man das dann übertragen kann, aber ich glaube, ein CD-Laufwerk ist nicht vorhanden, jedoch ist diese Windows 7 CD vorhanden. Hier haben wir einen Teil des Ladegeräts. Und einen anderen Teil, das ist ja das Originale von Asus. Das hat, lass mich mal schnell überfliegen, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel Volt das ganze Ding hat. Hier steht nur Output 2,1A, also Ampere, aber von Volt steht hier nichts drauf. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich relativ lang, muss man sagen. Gut, mit 5 Metern habe ich jetzt nicht gerechnet, ist ja nur so ein kleines Gerät, da braucht man eigentlich auch nicht so einen langen Weg. Und hier auch nochmal ein bisschen, also das ist auf jeden Fall lang genug. Und noch ein paar Gutscheine, die waren
bestimmt auch beim Originalen dabei. Denke ich mal, also ich denke mal, dass der Verkäufer keine extra reingetan hat, aber die bringen mir persönlich nichts. Und hier haben wir noch eine Battery Notice, eine, ja, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen was Schriftliches. Über die Batterie lasse ich jetzt erstmal zu, das ist wahrscheinlich auch noch original verpackt. So, und das war's dann auch schon, das war's vom Inhalt. Wir haben nur das Ladegerät, die CD, ein paar Infos und das Gerät an sich. Mehr ist da nicht drin. Und das war's zum Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Klickt jetzt am Ende von diesem Video auf die anderen Videos vom Asus IPC 1005PE und lasst euch überraschen. Macht's gut und bis bald. Ciao.